Schönen guten Tag, mein Name ist Holger Thymian, ich bin der Vorsitzende des Bezirksverbandes der Kleingärtner Berlin-Weißensee. Zu diesem Bezirksverband gehören etwa 4.700 Parzellen, über 10.000 Mitglieder und auch diese wunderschöne Anlage Heinersdorf, in der wir uns gerade vor dem Naturschutzprojekt Pfuhl befinden. Ich bin gebeten, einige Aussagen zu machen zu dem Vorhaben der Kunsthochschule für einen Erweiterungsbau für den Campus und der notwendigen Schließung und Aufgabe der Kleingartenlage Hamburg. Dieses ist bedauerlich, weil eine 100-jährige Tradition von Kleingärtnern an der Stelle verloren geht. Aber man muss nicht nur traurig sein, es gibt eine erfreuliche Perspektive. Zumindest in Planung und sicherlich auch in Umsetzung wird es eine Ersatzfläche an der Hansastraße geben, in dem die meisten der Kleingärten aus Hamburg, aber auch die schon in der Hansastraße befindlichen Kleingärtner ein neues, schönes Zuhause finden werden. Der Campus empfinden wir als Kleingärtner nicht als Fremdprojekt und als Fremdobjekt inmitten von Kleingärten, weil angrenzend an den neuen Campus sind weitere Kleingartenanlagen. Und wir als Kleingärtner erhoffen uns aus dieser unmittelbaren Nachbarschaft noch weitere gemeinsame Projekte. Wir haben schon Projekte der Kunst im Kleingarten miteinander umgesetzt und wir hoffen sehr, dass diese Verbindung zwischen Kultur und Kleingarten sich an der Stelle verstetigen wird und zu einer noch größeren Akzeptanz von Kleingärten als Kulturgut dieser Gesellschaft führen wird. Insofern sind wir optimistisch als Bezirksverband, dass aus diesem Campus auch etwas Positives, etwas Erfreuliches, etwas zur Sicherung unseres Bestandes und zur Anerkenntnis von Kleingärten ihrer gesellschaftlichen Bedeutung führen wird. Dankeschön.